aber was ist eigentlich mit dir? Wir sehen, es geht so mit euch, verehrte Reisende. Schluss damit, verdammter Heuchler. Ihr seid kein echter Tempelswächter. Ihr habt doch mit diesen Banditen zusammengearbeitet. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr in eurem Tempel nichts davon wusstet. Und zufälligerweise sind auch noch all die vermissten Kinder hier, die von einem Clown entführt worden sind. Und da muss man doch eigentlich nur eins und eins zusammenzählen, um zu wissen, dass ihr dieser Venipais seid. Das hat euch der Teufel gesagt. Das dachte ich mir, ein Gestaltenwandler. Nein, es ist diesmal kein gesattelten Wandler, tatsächlich ein Gestaltwandler. So wie es ja noch da in der ersten Version hieß. So, was machen wir jetzt hier? Herzstichwertung kann gar nicht so schlecht. Hier, rollende Axt, komm her. Ja, und das ist natürlich die Nebenquest, die eigentlich am schwierigsten zu lösen ist. Weil man halt auch drauf kommen muss erstmal, ne, dass das hier Venipais ist quasi. Aber der ist ja schon ein bisschen zaster, ne? Ja. Welcher und dann ja, wo halt die entführten Kinder da sind, eventuell könnte man drauf kommen, aber es ist tatsächlich nicht so einfach. Das muss man ja auch dazu sagen. Es wird dann nämlich erst getriggert, das Event, sobald man die Kinder befreit hat, weil dadurch weiß man dann, aha, okay. Also der Protagonist weiß dann, das sind die entführten Kinder. Der Spieler an sich kann da jetzt vielleicht nicht unbedingt drauf kommen, aber, ne? Ja. Wie gesagt, das ist die Quest, die wahrscheinlich so am verstecktesten ist, wenn man so will. Ah, wow. Also das ist am schwierigsten, ist das herauszufinden, so. Tja, kann sein, dass wir verlieren. Ich glaube, dann werde ich stattdessen Quaivi rausnehmen für diesen Kampf und die Heilerin reintun. Ja, brauchen wir dann wohl wahrscheinlich am ersten. Oh, das war mal gut, ein guter Crit. Ist halt ein harter Brocken, der Venipais. So, nur noch Xiao Quan und Shen Wu sind im Rennen. Und jetzt nur noch Shen Wu. Verflucht, mit der Wunde kann ich nicht weiterkämpfen. Für diesen Kampf muss ich wohl erstmal aussetzen. Ja, also der kann jetzt nicht in dem Sinne richtig sterben. Also der kommt wieder. Der wird halt immer nur verletzt und stirbt nicht so wie die anderen. Aber für einen Kampf ist er dann erstmal nicht mehr da, tatsächlich. Na, ja, wird Shen Wu noch reißen? Ich glaube nicht. Nee. Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott. Doch noch, ohne Heiler geschafft. Wow. Stolz auf mich. Dieser Clown wird jedenfalls keine Schandtaten mehr anrichten. Also, noch knapper ging es hier wirklich nicht. Clownsfigur. Und genau, und da, nur wenn man ihn besiegt, gibt es hier noch das letzte, vorletzte Charakterprofil. Ach so, stimmt, das haben wir auch noch gar nicht genutzt. Ja, dann machen wir das doch mal. Aber erstmal, wir nehmen jetzt hier in unsere Gruppe. Ja, ich denke, Heilerin an sich wäre schon gar nicht so verkehrt, ne? Zumindest hatten wir den ja jetzt mal kurz ausprobiert. Hier den Xiao Wen reicht. Ja, komm, Heilerin ist schon irgendwo besser. Wenn wir mal ehrlich sind. Kanguru ist jetzt auch Level 20 geworden. Das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Hat er nicht da was Neues gelernt oder so? Ah, nee, stimmt, der kann ja schon alles. Ja, dann nehme ich jetzt aber auch noch mal den Kanguro raus. So, Heilerin lassen wir auf jeden Fall drin, ne? Ja,
komm, der kann weg. Was soll das? Tja, wen nehmen wir denn sonst noch rein? So, hier mal gut. Ja, eigentlich hier die Zwillinge, aber wenn, dann würde ich die vielleicht zu zweit nehmen. Ach komm, egal, einer reicht doch mal. Weil die können halt dieselben Fähigkeiten und so. Dann reicht das, glaube ich, auch, wenn ich da einfach nur einen davon benutze. Mal. Nee. Das Pferd. Woanders. Hier. Tja, und man sieht, die Stadt wurde befreit von denen. Und die Stadt gehört wieder uns. Naja, und das sagen fast alle Samurais. Ich glaube nur der hier nicht, der sagt was anderes. Dank euch war es ein leichtes, den Rest der Banditen dieser Stadt und im Prinzip auch vom ganzen Kontinent zu beseitigen. Jedoch fürchte ich, dass ein paar Ratten dieses sinkende Schiff verlassen haben. Genau. Ja, stimmt, der eine Sonnensöldner da oben, der ist ja auch nicht mehr da. Und jetzt können wir im Prinzip noch hier das dritte und letzte Minigame machen, wo die Stadt befreit ist. So, erst die Spielregel. Ja, man muss einfach innerhalb der Zeit alle Quabber töten, das ist alles. Nein. Also, wo Tiere oder Tierwesen zu schaden kommen, bin ich raus. Da schaue ich definitiv nicht zu. Ja, komm her. Ja, das ist einfach nur wild draufhauen im Prinzip, ne? Und ich meine, wo es so voll ist, da geht's ja noch. Aber dann, wenn es leerer wird, wird es ein bisschen schwieriger, ne? Die zu erwischen so. Wie man sieht. Aber einmal, da waren die übertrieben schnell. Das war dann schon sehr unfair tatsächlich. Hier geht's ja noch. Hier kann man das einigermaßen noch ein bisschen beeinflussen. Wobei, wie gesagt, wenn es leerer wird, ne? Schon ein bisschen schwieriger. Aber man sieht, es geht. Quabbelgebetzel geschafft. Und wieder 30 Drachenmünzen. Dann können wir uns jetzt richtig viele Boxen kaufen. Überraschungsboxen, glaube ich. Ja, da ist so einiges drin, würde ich sagen. Davor verkaufen wir noch ein bisschen was. Ja, eigentlich müssen wir jetzt nur noch alles in Wurfstände investieren, weil sonst haben wir jetzt soweit eigentlich alles gekauft, so was wir wollten. Ja gut, klar. Hin und wieder vielleicht noch ein paar Heil-Items, wobei davon haben wir, finde ich, eigentlich auch genug gefunden auch und so. Also eigentlich wozu, ne? Erstmal hier noch kombinieren so. Zu großen, weil die kleinen bringen nichts mehr. Ja. Riechsalze, alles im Überfluss vorhanden. So, wie gesagt, dann nehme ich jetzt noch. Wen hatte ich jetzt noch mal? Naja, stimmt. Kwei, oder auf welchem Level ist er? Ah. Ja, sie kann ja schon die Mächte-Attacke kommen, nämlich dann Tenshin stattdessen. Und dann noch. Ja, wie gesagt, Heiderin und einmal hier den Yin. So, was macht man denn? Genau, erstmal zum Sonnenquartier. Ist die Frage, gibt es noch irgendwas Optionales, was wir machen können? Also Errungenschaften haben wir alle, außer hier alle Charakterprofile finden und ja, die magische Abwehr gegen den 8 Orks. Die dürfen natürlich nie fehlen. So, wie gesagt, erstmal hier eintauschen. Überraschungsbox natürlich. Viele Überraschungsboxen. Okay, das war's. Eine einzige Drachenmütze haben wir noch. 4 haben wir jetzt bekommen. Shingeta-Schuriken, Happo,
Lebenselixier. Und noch eine Überraschung. Oh, das war eine sehr gut. Das war, glaube ich, sogar die beste, die es gibt. Die beste Box gerade, die wir bekommen haben. Zwei Drachenmünzen nochmal. Viermal Schutzschuh, zweimal Jürgen-Schuriken, Ausstiegstrank. Geil. Sake. Komm her. Einmal Aufstiegstrank, das lohnt sich jetzt total, weil ich glaube dann. Ja, dann ist halt Tension auf. Viermal nochmal. Dann ist Tension. Oh, schon wieder die beste Box. Mit den ganzen Schritten und so. Und noch eine Box hier. Geil. Beste Box hier. Aber erstmal hier Aufstiegstrank. Weil dann ist, wie gesagt, Tension Level 20 und Panda Level 15. Und dann lernst du auf 15, glaube ich, auch nochmal eine neue Fähigkeit. Und zwar. Erholung, genau. Macht eine Person wieder kampffähig mit ihren HP. Ist ja auch schon mal ganz gut. Genau. Boxen. Das Box-Festival geht weiter. So, Geschicklichkeitssamen, Zaubertrank. Großer Energy-Drink, 4 Shiitake. Einhornchen, ja. Auch akzeptabel, sowas. Geschicklichkeit. So, oh. Zweimal dieselbe Box hintereinander. Zweimal Drachenmünze, zweimal Schutzschuh, zweimal Jutsu-Trinken und noch ein Aufstiegstrank, fünfmal Sake. Zweimal Drachenmünze, viermal Schutzschuh, zwei Jutsu-Trinken und ein Aufstiegstrank nochmal und fünfmal Sake. Ja, das war's dann aber erstmal, glaube ich, ja. So, Geschicklichkeit wäre doch ganz gut für Panda, ne? Und, oh, guck mal, wir haben wieder genau 15. Dann können wir uns doch noch eine Überraschungsbox leisten. Ach nee, stimmt. Ah, Mann. Ja, da gab es so eine Pseudo-Münze, sag ich mal. Also eine Münze in diesem Spiel, wo keine Variable gezählt wurde. Und ich habe schon überall gesucht, aber ich kann sie irgendwie nicht so richtig finden, leider. Weil es halt immer zu viele gibt. Ich habe schon irgendwie einzeln abgesucht, aber irgendwie finde ich die Pseudo-Münze nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen unschön, ich weiß. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich habe da noch irgendwo mal eine Münze übersehen in meinem Spielverlauf. Ich weiß auch noch ungefähr, wo das war. Habe ich nämlich, als ich mir die Videos nochmal im Nachhinein geschnitten habe, da zufällig noch gesehen. Ah, nicht Quamen, Quomao. Hier. Doch, klar, es gibt noch was Optionales, was wir noch nicht gemacht haben. Diese Kampfarena. Da bekommen wir nochmal 50.000 an Gold. Und dann können wir uns nochmal 5 von diesen Super-Schuriken kaufen. Da, genau, die eine habe ich übersehen. Das heißt, jetzt haben wir dann tatsächlich wirklich 15 und können uns tatsächlich noch eine Box kaufen. Perfekt einfach. So. Nochmal 4 Drachenmünzen. Schuriken. Boah, die beste Box wieder. Geil. Da haben wir direkt wieder eine Überraschungsbox. Bestes Item, ich sag's euch. Lebenssamen. Trank. 5-mal Nesselkraut, sehr gut. 2-mal Rieksas. Und 3-mal Sake. Ist auch in Ordnung. So, Lebenssamen, natürlich auch für Panda am besten hier. Lohnt sich noch? Ja, komm. Aufstiegstrank lohnt sich nochmal. Für alle Beteiligten. Die Panda. Kommt dann so schnell an ihre beste Fähigkeit, die Massenheilung. Ja. Passt doch alles. Boah, meine Güte, jetzt haben wir über 67.000 Gold. Einfach. Wir haben viele Schuriken und jetzt gehen wir noch in die Arena. Da nehme ich dann auf jeden Fall noch, weil das ist halt ein Wasserdrache da und der ist halt natürlich dementsprechend anfällig gegen Donner. Da nehme ich natürlich für diesen Kampf Ähm,
Ja, wir haben hier genug Teiltränke. Ich glaube, nämlich doch nochmal die Heilerin raus. Und nehmen dann die beiden hier, weil die können ja so mit diesen Schlangen-Speeren da auch angreifen. Und die haben auch die Fähigkeit Schlangenschreck. Das ist ja. Ja, also so eine Art Schlangendrache, Schlangenwasserdrache. Und dann noch hier, wie wegen ihrem Donnerstich, genau. Das ist doch, glaube ich, ganz gut. Genau, dann haben wir doch alle Charaktere genommen. Das finde ich schon mal ganz gut. Dass jeder mal zum Einsatz kommt. In diesem LP. Genau, und dann, wenn wir in Feng Shui sind, können wir da uns da nochmal voll heilen bei der Frau Panda. Und dann sollte es passen. Und davor werde ich noch gute Waffen kaufen für die beiden da. Der Schlangenspeer am besten. Oder, Moment, wo war der... Eine Superspeer nochmal. Genau. Speer gut gegen was für Wesen. Achso, nee, das können die aber nicht benutzen. Ah. Enttäuschung. So, hier effektiv gegen Schlangenwesen. Tausende ist ja nix. Eigentlich kann man mal machen. Ja, gut, ein bisschen bessere Rüstung wäre auch nicht schlecht für die beiden. Wir können es uns doch alles erlauben, Mensch. Muss jetzt nicht unbedingt die beste Rüstung sein. Ich denke, die mittlere wird es auch tun. Ja, gut, das beste Schild. Und der beste Helm natürlich. Den Fight. Bereit. Ja, stimmt. Je nachdem, ob Frau Panda und Quai Vi in der Arena sind, dann gibt es halt noch einen kleinen zusätzlichen Textbox, wenn man so will. Ne? Chen Wu, ich hasse dich dafür, dass du mich in diesen abscheulichen Arena-Kampf mit reingezogen hast. Ach komm schon, Quai Vi, du willst es doch auch. So, okay. Ja, Kraftsammeln auf jeden Fall. Schlangenschreck. Schlangenschreck. Donnerstich. Ja, super. Gut, wie gut, dass ich gerade alles in dich investiert habe noch. Bruder, jetzt. Ey, ihr seid das Geld wirklich nicht wert. Wow, nur 500 Schaden, ey. Also, wow. Wozu gibt es euch überhaupt? Jetzt mal ernsthaft. Ja, okay, das ist... Ich habe das Ding unterschätzt, glaube ich. Naja, zumindest hat man die dann mal gesehen, ne? ja. Spiral Heap, Schlangenschräg. Genau. Da braucht jemand Heilung. Nee, komm. Kannst du mal einen Trank geben? Mal normal an.
Okay, mein Kriegsangriff ist auch gut. Ja, ist okay. Ja gut, die eine ist jetzt tot, aber so 50.000 Schädelspalte hat er erlernt. Wahnsinn, sie haben es wirklich geschafft. Damit gehören die 50.000 Gulden und euch und obendrauf noch 10 Drachenmünzen. Ha, das war mein Kampf, würde ich sagen. Wir, Marus, bedanken uns für dieses Spektakel. Tja, nun müssen wir erstmal wieder ein Neubiss hier einfangen. So, okay. Ja gut, dann nehmen wir jetzt mal die Heiderin rein. Und heilen uns noch einmal. Ja, dann haben wir erstmal soweit alles an Optionen und Sachen gemacht, die man machen konnte. Wir haben ja doch einiges an Gold noch. Ja gut, offiziell haben wir 15 Münzen, aber eigentlich nur 14. Das heißt, wir können uns ein Hexenpuder leisten vielleicht. Eventuell. Ja, komm, ich glaube, da würde ich eher das Hexenpuder nehmen als den Angriffsstein. Weil später kann die Propaganda auch noch boosten, den Angriff. Von daher, Hexenpuder wäre, glaube ich, da eher angebracht. So, was machen wir nu? Was machen wir nu? Ich würde sagen, kaufen. Kampfeiches natürlich. Jetzt lohnt es sich wirklich ausschließlich nur noch in Schuriken zu investieren. Das ganze Gold. Weil Heile-Items, mein Gott, jetzt mal ernsthaft, das haben wir sowas von genug. Und Schuriken ist einfach das Beste hier. Genau, das bisschen Scheiße können wir noch verkaufen hier. Da kommt ja immer noch was zusammen. Ganz schön. Da haben wir schon fast 100.000, meine Güte. Boah, jetzt können wir uns 9 von den geilen, von den besten Wurfstellen kaufen. Jetzt haben wir 15 von den richtig guten, dann noch 6 von den zweitbesten und dann noch 3 von den mittleren. Ah, das sind, oder nee, die schwächsten sind das. Ey, egal. Mein Gott, wir sind hier so gut einfach dabei. Was soll da noch passieren? Nee, aber hier haben wir dann jetzt wirklich alles an Optionen und Sachen gemacht, die man noch machen konnte. Beziehungsweise ich überlege gerade, gibt es da vielleicht jetzt nicht doch noch etwas Besseres? Tetsubo? Nee. Kanabo? Nee, Gehscheine Erdwesen, die kommen ja sowieso nicht mehr. Ja gut, eventuell die Schlagkette wäre noch eine Option. Ich überlege gerade. Nee. Nee, aber komm, das ist nicht nötig, glaube ich. Speichern. Guten Tag, wir würden gerne nach Galeos fahren, wenn es recht ist. Aber gern, steigt auf. Okay, es gibt noch eine Quest, die wir machen. Das ist ja noch Bescheid geben, dass wir die Geisha gefunden haben. Das war's dann. Aber dann kommen wir noch zurück, keine Sorge. Wie fühlst du dich, Bruder? Schiss. Das dachte ich mir. Du scheinst ziemlich wortkarg und innig gekehrt zu sein, seit du Kaisuke getötet hast. Ich weiß, weißt du es. Ich habe 20 Jahre lang auf den Tag hingefiel, um mich endlich an den Mann zu rächen, der uns damals unsere Eltern genommen hat. Ich dachte, dann
werde ich endlich mit dieser Sache abschließen können und meinen Frieden haben. Doch jetzt, wo ich es getan habe, fühle ich mich schlechter als jemals zuvor. Weißt du, ich hätte ihm zeigen können, dass ich besser bin als er. Aber da ich ihn getötet habe, obwohl er sich ergeben hat, bin ich in der Hinsicht genau wie er gewesen. Und dann werde ich ja bald auch noch vom Sonnenorden ausgeschlossen wegen dieser Tat. Und ich glaube, ich weiß schon, warum ich mich immer so, nun ja, bescheuert gegenüber anderen verhalte. Ich denke, es ist, weil ich immer sauer auf alle Menschen und die ganze Welt war. Ich empfand es als ungerecht, dass andere mehr Glück hatten als wir und beispielsweise nicht als Kinder den Verlust der Eltern erleben mussten. Andere hatten ihre Liebsten noch, nur wir nicht. Wir hatten nicht mal ein Zuhause. Tja, Missgunst. Eine meiner vielen schlechten Eigenschaften, wie ich schätze. Und erst jetzt erkenne ich, welches Glück wir doch in Anbetracht der Umstände eigentlich hatten. Herr Mikoto wurde wie ein zweiter Vater für uns. Das Quartier des Sonnenordens, unser neues Zuhause. Und unsere Kameraden, unsere neue Familie. Es gehört ein gewisses Maß an Größe, seine eigenen Fehler und Schwächen einzugestehen. Und es ist niemals zu spät, sich zu ändern. Auch wenn Kaisuke das bekommen hat, was er verdient, war es nicht richtig. Die Götter werden am Ende über uns alle richten. Nicht wir sollten es tun. Das Wichtigste ist, dass wir mit uns selbst im Reinen sind. Ha, du klingst schon fast wie Herr Mikoto. Das nehme ich mal als Kompliment. Nun ja, dann ist es das wohl auch. Wir fuhren ungefähr einen Monat lang Richtung Gardelios und an sich verlief die Fahrt ruhig, doch kurz vor dem Festland von Gardelios sahen wir ein Schiff, das sich nicht mehr bewegte. Ich und Ellie gingen an Bord, um nachzuschauen, was dort los war. Das ist das Schiff von diesem Captain Hannibal. Das muss ein Piratenangriff gewesen sein. Nicht einer seiner Crew hat überlebt. Nicht mal Captain Hannibal selbst. Und dieser Sonnensöldner Manny, den wir in Xiaoxan trafen, befindet sich ebenfalls unter den Toten. Genau wie seine hochschwangere Frau. Verdammt, sie wollten doch ein neues Leben beginnen, in erster Linie für ihr gemeinsames Kind. Und nun haben sie gar keins mehr. Es ist eine einzige Tragödie. Dieser Piratenabschaum macht wirklich vor gar nichts mehr Halt. Nun ja, es hilft alles nichts. Wir können hier wohl nichts mehr machen. Gehen wir zurück auf unser... Was zum? Ich glaube, das kommt aus dem Fass da drüben. Tatsächlich. Diese Frau muss das Baby kurz vor dem Angriff bekommen und es hier versteckt haben vor die Piraten. Na, ein Glück, dass wir hier vorbeigekommen sind. Nur, was machen wir mit dem Baby? Meinst du, wir sollten es mit nach Shuyinja mitnehmen und dort an Leute abgeben, die es adoptieren? Oder sogar in so ein Quartier aufnehmen? Nein. Nein, ich denke, das Beste für das Baby wäre, wenn wir ihn im Sonnenquartier von Gardelios abgeben. Die Eltern kommen ursprünglich aus Velurion und Gardelios ist der Nachbarkontinent, welcher eine ähnliche Kultur hat. Daher wäre es besser, wenn wir es dort abgeben, wo es eher an der wahren Heimat dran ist, zumal wir ohnehin nach Gardelios müssen. Ich verstehe. Dass der arme Junge seine Eltern verloren hat und im Prinzip nicht mal kennenlernen dürfte, ist in der Tat tragisch. Nun, ich würde seine Eltern natürlich niemals ersetzen können, doch ich werde so gut für ihn sorgen, wie es mir möglich ist. Oh, hab vielen Dank. Ich bin zuversichtlich, hier würde es ihm gut gehen. Da bin ich guter Dinge. Ich nehme an, der Junge hat noch keinen Namen? Nein. Seine Eltern sind ja gestorben, bevor sie ihm überhaupt einen Namen geben konnten. Und selbst wenn, wüssten wir nicht welchen. Nun gut, also, kleiner Mann, von nun an sollst du den Namen Fabian tragen. Er ist damit im Prinzip genau im selben Alter wie Sebastian, der Sohn von Wilfried, einem ehemaligen Sonnensöldner, der hier aber immer noch oft zu Besuch kommt. Wer weiß, vielleicht werden die beiden ja eines Tages gute Freunde. Und ebenfalls Sonnensöldner. Apropos... Tobias, ich hab dir zigmal gesagt, du sollst den armen kleinen Sebastian nicht ständig ärgern. Entschuldigung. Nun ja, wie dem auch sei, es soll ihm hier im Sonnenquartier an nichts fehlen. Da ist eventuell auch noch ein Anliegen von mir. Es sind in letzter Zeit Banditen in Laubheim aufgetaucht, die dort in letzter Zeit für Chaos sorgen. Sie scheinen ursprünglich nicht mal von hier zu sein.
Wir Sonnensöldner hier sind momentan schon mit unserer Mission leicht überfordert. Wäre es ganz gut, wenn... Keine Frage, wir kümmern uns drum. Zumal es wahrscheinlich der Rest von dieser Banditenbande unseres Kontinents ist. Hab vielen Dank. Okay, da kam es wohl gerade spontan zu einem Skriptfehler. Warum auch immer. Jo, da bin ich wieder... Also irgendwie hatte da wohl... gerade die Map an sich nicht erkannt. Wahrscheinlich, weil es da wieder, weil dieser Rechner interessanterweise noch immer nicht ganz, also jetzt nicht mehr, es ist schon besser, aber irgendwie scheint er da immer noch so mit gewissen Zeichen, vor allem wie gewisse Umlaute noch nicht ganz klar zu kommen. Deswegen muss ich das jetzt mal benennen. Kann sein, dass es dann zumindest auf der Map so zu Passierfehlern kommt, aber das ist dann wirklich nicht in der Regel der Fall, sondern das ist dann jetzt nur hier ja so eine Ausnahme, wenn man das so sagen darf, ne? Also es ist nicht im Spiel selbst so an sich, nur jetzt hier vielleicht gerade auf der Map so ein bisschen komisch. Aber Hauptsache, die Orks sind da, ne? Die gibt's nämlich nur hier. So, genau, Schädelspalter können wir hier mit dem ausprobieren. Und hier den Klingsturm. Und du kannst mal verteidigen. Toll, da ist einer ausgewichen. Hat's nicht so gemacht, der Schädelspalter. Sag mal, warum geht die alle auf die Heilerin? Sag mal, habt ihr alle komplett einen weg? Und jetzt gehen sie wahrscheinlich alle auf den. Ja. Oh mein Gott. Und haben die sogar getötet. Oh, Schwesterherz. Ja, komm, ihr wollt doch beide zu nichts gebrauchen. Okay, die Orks haben es richtig drauf. Naja, es sind halt 8 Orks, ne? Es sind nicht die 8 Orks. Die gibt es ja nur im Sonnenorden, die Originalen. Aber es sind 8 Orks. Egal welche 8 Orks es sind, man darf sie niemals unterschätzen. So, ich hoffe... Ey, die leben ja immer noch alle. Jetzt gehen sie natürlich alle auf die, weil sie genau wissen, dass die AOE kann. Die sind richtig schlau. Guckt euch das an. Da, guckt euch das an. Was ist das? Nee, das gibt's nicht. Wie schlau sind die? Kann nicht wahr sein. Auf Putschmittel, aber ganz schnell. Hallo. Ey. Und immer schon mit Gift angreifen. Ey, die wissen genau, was sie tun. Die ausgekochten Luder. Boah, ey. Hallo. Kann ich jetzt auch mal bitte wieder? Hallo. Danke. So, jetzt aber hier. Alle weg mit euch. Die sind immer noch da. Okay, der Heiler in der Truppe bringt es einfach nicht. Oh, ich habe nicht gespeichert. Ich habe echt nicht gespeichert. Bin ich echt so blöd geworden? Okay, anscheinend. Ja, bis gleich. So, diesmal war ich nicht so blöd, habe abgespeichert. Und ich habe jetzt statt der Heilerin Tenshi genommen, dass er da auch nochmal mit seinen Schuriken da was reißen kann. Ne? So, jetzt habe ich den Super Masterplan. Er gibt ihr jetzt schon mal vorsichtig einen großen Energy Drink, dass er dann gleich direkt nochmal den Klingsturm einsetzen kann. Und er setzt die Happoschuriken ein. Falls das noch nicht alles reichen sollte. Das reicht natürlich nicht. Genau, und dann kannst du das gleich direkt wieder einsetzen. Wenn er stirbt, dann ist es halt so. Der bringt einfach nichts, der Typ, irgendwie. Keine Ahnung. So, und dann mal hier die schwächsten Schuriken vielleicht, falls das nicht ausreichen sollte. Aber dann wirklich. Was? Als ob? Na, also.
Wow, er hat einen getötet. Bin schwer begeistert. Aber die haben jetzt auch ihn getötet. Oh, Schwesterherz. Ich war genauso nutzlos wie du. Ja, komm, aber also diese Schwächsten-Schuriken sollen jetzt aber dann wirklich ausreichen. Komm, also. Kann doch nicht sein. Nein. Von 88 Gold und genauso viel XP. Und die magische 8. Und damit haben wir tatsächlich alle Errungenschaften des Spiels. Oh, nee, haben wir nicht. Bildgalerie fehlt, scheiße. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Oben oder unten? Eigentlich ist es egal. Ja, hier sind, keine Ahnung, so komische Passierfehler teilweise. Und teils der Fehler. Also die Map an sich, die sieht schon so aus, wie sie aussehen soll. Aber guck mal, man kann jetzt zum Beispiel durch Wände laufen irgendwie, weiß ich nicht. Ja, weil er irgendwie das nicht hier richtig erkannt hat. Aufgrund, dass die Map halt einen Namen mit einem Umlaut enthält. Ja, keine Ahnung, ganz komisch. Ja, wir sollen uns heilen. Da brauchen wir noch ein Item zum Wiederbeleben. Ihr Matcha. Achso, und einen neuen, ein neues Mitglied. Wir haben von den optionalen Charakteren nur noch drei, die am Leben sind. Hier Shinshuro, Cao Quen und der alte Bär hier. Komm, nehmen wir mal Shinshuro. Andererseits, nee, Heilerin, ne? Heilerin ist besser. Also wie gesagt, im echten Game ist das natürlich an sich alles so, wie es sein soll, ne? Aber ja, so, also ich dachte schon, ich habe das jetzt soweit alles hier, weil jetzt wird auch hier alles so nochmal angezeigt, aber irgendwie scheinen da doch noch irgendwie ein paar Probleme zu haben. Irgendwie ist da wohl doch noch nicht alles gefixt worden, so 100% mit den japanischen Schriftzeichen, die dann statt den Umlauten kommen. Da muss ich dann vielleicht doch nochmal genauer nachschauen. Da kommt Taiginseng. Ansonsten hier Reis. Der Rest sollte passen. Ja. Das Spiel ist aus. Ihr habt das sinkende Schiff verlassen. Doch vor der Gerechtigkeit werdet ihr euch nicht entziehen können. Und mit der Zeit wird auch noch der letzte Rest von euch dran glauben müssen. Wenn ihr wirklich glaubt, ihr auf dem Kontinent einen Neuanfang starten zu können, habt ihr euch geschnitten. Nein, das denke ich nicht. Wie mein? Ich hatte euch nur um eines gebeten, Kaizukas Leben zu verschonen. Und was habt ihr gemacht? Ihn gnadenlos abgeschlachtet, obwohl er sich ergab. Er war nicht nur mein Anführer, er war mein älterer Bruder. Und die Sache mit dem Schwarzmarkthändler war ebenfalls gelogen. Ich hatte die andere Hälfte die ganze Zeit über bei mir. Ich war wirklich bereit, euch zu helfen. Aber nicht, nachdem ihr meinen Bruder genommen habt. Verdammter Scheißkerl. Es mag nicht richtig gewesen sein. Aber auch wenn ihr es nicht gerne hören wollt, Leute wie euer Bruder hätten sich nie gerne nur für Leid und Tod gesorgt. Aber ich hätte es versuchen können, mit ihm zu reden, verdammt. Ja, vielleicht hätte es nicht geklappt. Aber es war mir wichtig, dass ich es versuche. Ihr hattet eure Rache und jetzt werde ich meine haben. Tja, da hat uns quasi ein Teammitglied tatsächlich hintergangen, ne? Und ist jetzt ein Gegner quasi. Gab's so auch noch nicht, ne? Bei mir. okay, ja klar, hier, natürlich, Klingsturm. Hier, Shinkata. Und du, Verteidigung. Der muss weg. Schnell. Okay, Heilerin ist erstmal jetzt. Oh nein! Sie auch. Scheiße, stimmt. Hier keine AOEs in dieser Runde. Geblendet, betäubt. Verdammt nochmal. Ah nee, sie ist nur vergiftet. Er ist betäubt. Dann sollte das doch gehen.
Aber die ganze Rest ist betäubt, fast. Ja, Nesselkraut. Ja, nur noch er ist da. Das ist gut. So. Spiralenhieb. Donner. Gift. Verteidigung. Der muss einfach schnell weg, bevor er angreifen kann. Ist mit seiner Kraft da. Also. Lebstärke, sehr schön. Na schön. Ihr mögt auch mein Leben beendet haben, doch auch ich habe mein Ziel erreicht. Nun, endlich haben wir die verdammte andere Hälfte des Medaillons. War auch längst überfällig. Dann können wir endlich auch wieder heim und unsere Mission so langsam aber sicher zu Ende bringen. Verdammt, dieser Xiao Quinn, er hat mich übel erwischt. Oh, scheiße. Halte durch, Mali. Wir bringen dich wieder aufs Schiff. Das wird schon wieder. Es tut mir so unendlich leid. Aber bei ihrer Verletzung kann nicht mal mehr meine Heilung helfen. Alles, was ihr jetzt noch tun könnt, ist, euch von ihr zu verabschieden. Nein! Nein, das kann nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Sie muss schon lange genug durchhalten und dann werden wir... Bei ihrer Verletzung kann kein Medikus der Welt noch helfen, glaubt mir. Ihr solltet die letzten Momente, die ihr bleiben, noch gut nutzen. Tut mir wirklich leid. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Es ist so unendlich schmerzhaft. Wenn es jemand verdient hätte zu sterben, dann ich, aber doch nicht du, verdammt. Das Leben ist so verdammt ungerecht. Wenn ich nicht so von Rache besessen wäre und Keisuke verschwunden hätte, dann wäre auch Zhao Quan nicht auf Rache aus gewesen. Dass du stirbst, ist alles nur meine Schuld. Gib dir bitte nicht die Schuld. Es war Zhao Quans Entscheidung, mich zu töten, nicht deine. Wir treffen oftmals Entscheidungen und daraus resultieren immer Konsequenzen. Doch wir können niemals vorhersehen, welche. Es ist dennoch einfach nicht gerecht, verdammt. Vor allem, du bist doch so jung. Ich weiß. Und dennoch. Ich habe trotz meiner gerade mal 26 Jahre insgesamt ein sehr schönes und erfülltes Leben gehabt. Es kommt nämlich letztendlich nicht auf die Lebenszeit, sondern vielmehr auf die Lebensqualität an. Und daher werde ich auch mit einem Lächeln von dieser Welt gehen. Ach, Miley. Weißt du, wenn ich schon daran denke, dass ich zukünftig in einer Welt ohne dich leben soll, das ist einfach unerträglich für mich. Ich werde immer um dich sein, selbst wenn du mich nicht sehen kannst. Der Tod ist nicht das Ende. Er ist nur der Beginn von etwas Neuem. Doch solange ich noch in dieser Welt verweile, würde ich mich freuen, wenn du so lange bei mir bleibst. Aber selbstverständlich ist doch keine Frage. Chen Wu, wenn es irgendwas gibt, was ich für dich tun kann, lass es mich ruhig wissen. Warum tust du das? Wie mein? Warum willst du mir helfen, obwohl ich doch zu dir und den anderen immer so ekelhaft war? Nun ja, nur weil du dich immer wie ein Arschloch benommen hast, müssen wir es ja auch nicht tun. Tut mir leid, das war jetzt wirklich unsensibel von mir. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Es ist ja die Wahrheit. Inzwischen weiß ich zwar, warum ich mich so verhalten habe, aber es war einfach trotzdem nicht richtig. Tut mir wirklich leid, wie ich mich immer verhalten habe. Ich verlange nicht, dass ihr mir das unbedingt verzeiht, aber ich will einfach, dass ihr wisst, wie sehr es mir leid tut. Mittlerweile wünsche ich mir wirklich, ich könnte das alles rückgängig machen und nochmal von vorne anfangen. Die Vergangenheit ist nicht zu ändern, aber die Zukunft. Es liegt alles in eigener Hand und ich vergebe dir dein Verhalten. Ausnahmsweise. Vielen Dank, das ist mehr, als ich eigentlich verdiene. Schöne Aussicht vom Deck, nicht wahr? Du, sag mal, wie genau ist das eigentlich mit den Problemen mit der Depression und so? Du würdest es ohnehin nicht verstehen. Hast du doch selbst mehrmals gesagt.
Nun, ich lasse es mich wenigstens versuchen. Also gut. Meine Eltern haben mich damals abgegeben in einem Heim. Ich weiß bis heute nicht, warum sie mich nicht wollten. Ich habe mir da immer alle möglichen Gedanken gemacht. Es wurde nicht besser, als die Kinder in dem Heim auch nichts mit mir zu tun haben wollten. Ich machte mir ständig Gedanken, was mit mir nicht stimmt. Eines Tages kam mir die Idee, Sonnenkrieger zu werden. Ich dachte, dass ich wenigstens als dieser was bewirken kann. Nun, das tat ich auch, aber diese negativen Gedanken, dass ich trotzdem nicht normal oder wertvoll bin, die bleiben. Manchmal sind da Phasen, wo ich abgelenkt genug bin, dass sie eine Weile nicht auftauchen. Aber sobald ich wieder ein bisschen zur Ruhe kommen könnte, komme ich eben nicht dazu, weil die Gedanken wieder und wieder kommen. Diese ganzen Selbstzweifel und so weiter. Es ist ein tagtäglicher Kampf mit diesen Gedanken und es quält mich und belastet mich wirklich sehr. Ich verstehe. Weißt du, wenn deine Eltern dich abgegeben haben, sollten sich höchstens deine Eltern schämen. Oder aber sie waren so arm und wollten einfach ein besseres Leben für dich. Die Kinder im Heim hatten vielleicht selbst Angst vor anderen fremden Kindern. In jedem Fall gibt es rein gar nichts, wovor du dich schämen oder schlecht fühlen solltest. Du machst dir da wirklich zu viele Gedanken. Die Gedanken werden vermutlich immer wieder kommen. Ich kenne mich doch. Diese Selbstzweifel werden vermutlich nie ganz aufhören. Man kann sowas sicher nicht von jetzt auf gleich plötzlich alles so abstellen, aber je weniger Beachtung man diesem Gedanken schenkt, desto besser wird es, da bin ich mir sicher. Danke, Chen-Wu. Ungefähr einen Monat später. Ich verstehe. Sie ist also tot. Ich habe es befürchtet. Ich spürte, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich werde sie sehr vermissen, keine Frage. Doch auch wenn sie viel zu früh von uns ging, werde ich nicht weinen, jetzt wo sie fort ist. Ich werde lächeln, weil es sie gegeben hat. Nun, sie ist auch nicht die einzige Person, die von uns ging. Auch unser Kaiser hat das Zeitliche während eurer Abwesenheit gesegnet. Aber dies war ja abzusehen. In seinen letzten Momenten war ich bei ihm. Kurz vor seinem Tode hatte er einen letzten klaren Moment und sagte, dass seine Tochter noch lebt und sie sich all die Jahre in der Unterwelt befand. Er konnte sie einfach nicht loslassen und hat all die Jahre verzweifelt nach einem Weg gesucht, ihr zu helfen. Erst am Sterbebett erkannte er, was er ihr antat. Nun ja, ihr wisst ja mittlerweile selbst, was eure Mission ist. Ja. Und da wir nun das ganze Medaillon haben, können wir das Portal im Mundschiwald auch endlich benutzen. Dort werden wir hineingehen, sie suchen und endlich erlösen. So sei es. Ich habe dem Kaiser kurz vor seinem Ableben versprochen, dass seine Tochter erlöst werden wird. Und ich bin mir sicher, dass ihr es auch schaffen werdet. Ja, Kaiser ist tot. Na gut, aber das war irgendwie, naja, mehr oder weniger schon klar, dass es bald passiert. Das mit der Schwester von Chen-Wu, das ist dann natürlich, denke ich mal, für einige doch, naja, zumindest auch schon, was ich gehört habe, eine ziemlich überraschende und tragische Wendung gewesen. Und tatsächlich war es mir hier auch sehr wichtig, dass der jetzt eigentlich unsympathische Charakter so eine große Charakterentwicklung durchmacht. Also, dass er dann, dass das schon so ein bisschen anfängt, nachdem er Kaizuke getötet hat, dass er da schon auf einmal merkt, okay, irgendwie das mit der Rache und so, das ist einfach alles nicht richtig irgendwie gewesen, ne? Und das kann es irgendwie nicht gewesen sein und so. Ein bisschen war er noch so der Grobian, ne? Aber er fing schon mal an zu zweifeln so an sich selbst und ob das überhaupt alles richtig war, wie er so drauf war und so. Naja, und das, der Tod seiner Schwester hat ihm jetzt sozusagen noch den Rest gegeben, wenn man so will, und ihn jetzt quasi komplett geändert im Prinzip, ne? Und das, da war mir schon auch so ein bisschen wichtig, die Gespräche auch so mit den verschiedenen Charakteren, jetzt vor allem auch nochmal zum Schluss mit Chen-Wu, weil der ja eigentlich so ein depressiver Typ ist und der eigentlich so gut wie nie was sagt, außer ganz selten und wenn, dann auch nur so, naja, halt so, so ganz kurz vielleicht nur was, ne? Eben weil er halt so depressiv ist und deswegen kaum was sagt. Da war mir das halt schon wichtig, auch ja, dass es da nochmal ein Gespräch gibt, vor allem mit Chen-Wu jetzt, wo er sich nochmal so ein bisschen geändert hat, beziehungsweise dabei ist, sich zu ändern. Das war mir dann schon natürlich nochmal relativ wichtig. Genau, ne? Ja, also da war mir schon wichtig, auch dass der Protagonist hier wirklich eine Charakterentwicklung durchmacht. Ja. Auf jeden Fall kann man sagen, haben wir jetzt dann noch im Prinzip
zwei weitere Charaktere verloren aus unserem Team, ne? Wobei das ja jetzt storybedingt war, aber trotzdem, nämlich hier Xiao Quan und Mai Li, die Schwester sogar. Das heißt, ja, wir sind jetzt nur noch zu siebt. Und zwei davon sind optional, ne? Noch Shen Shuro und der alte Bär hier. Und, wie man sieht, hier ist jetzt tatsächlich noch das letzte Charakterprofil dazugekommen. Das schaltet man halt nur frei, wenn man auch alle anderen 16 davor bekommt. Das sehen wir dann natürlich. Nämlich vom Kitsuke. Oh, unable to find graphics icon. Wertvolles Gemälde. Naja, gut. Schon wieder, bis gleich. Ja, so, dann bin ich wieder. Und jetzt haben wir das letzte Charakterprofil eingesammelt, ohne Game Over zu gehen. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich alle Errungenschaften freigeschaltet, für die es freizuschalten gibt. Ist das nicht schön? So. Aber es gibt tatsächlich noch eine optionale Sache. Nämlich die Verschollen-Quest. So, genau. Vielleicht können wir es nochmal bei der Statue heilen. Und dann kaufe ich mir, glaube ich, nochmal bei Herr Panda mit den Drachenmünzen ein, genau, Hexenpuder. Aber erstmal die Quest hier. Wie sehr konntet ihr die vermisste Geisha wieder finden? Vielen Dank. So, verschollen. Abgeschlossen, Lebenselixier, wunderbar. Und damit bleibt nur noch. Ja, nur noch die einzig und allein die Hauptquest übrig. Aber auch davor können wir noch die Charakterprofile durchlesen. Achso, und einen Hexenpuder kaufen. So. Damit haben wir jetzt auch. Ja, den letzten Rest unserer Drachenmünzen verbraucht, wenn man so will. Wir könnten uns rein theoretisch noch einen Angriffsschein kaufen, aber naja, wegen der Pseudomünze geht es halt nicht. Beziehungsweise, genau, jetzt können wir noch Kampf-Items kaufen. Erstmal hier diese Katanas verkaufen. Ein bisschen Kohle haben wir ja noch, um zwei von denen zu kaufen. Ja, also ich glaube, hier sind wir sowas von gewappnet für die letzte Station da. Für das Grand Finale. Aber wie ich schon sagte, erst einmal lesen wir uns noch die ganzen Charakterprofile durch. Jetzt, wo wir alle haben. Chen Wu. Er wurde 490 nach Bertrimmen, dem kleinen Städtchen Mingwang, geboren. Schon im Alter von gerade mal 12 Jahren wurden er und seine Schwester Mai Li zu Waisenkindern. Er und seine Schwester wurden darauf von Herr Mikoto im Sonnenquartier aufgenommen und selbst zu Sonnenkriegern. Shen Wu wurde mit der Zeit ziemlich kalt und abweisend zu anderen und neigt oftmals an starker Selbstüberschätzung. Mai Li, die leider nicht mehr unter uns weilt. Sie wurde 455 nach Bertram in dem kleinen Städtchen Mingwang geboren. Schon im Alter von gerade mal 6 Jahren wurden sie und ihr Bruder Shen Wu zu Waisenkindern. Sie und ihr Bruder wurden darauf von Herrn Mikoto im Sonnenquartier aufgenommen und selbst zu Sonnenkriegern. Mai Li ist eine sehr warmherzige Person, die gerne Menschen bei ihren Problemen hilft und das Wohl ihrer Freunde sehr wichtig für sie ist. Tenshin, geboren im Jahre 454 nach Bertram in der Hauptstadt Kuo Mao. Da er von seinen Eltern nicht gewollt wurde, gaben sie ihn in einem Heim ab. Auch dort wollte keines der Kinder mit ihm zu tun haben. Durch diese und weitere prägende Ereignisse entwickelten sich bei ihm immer wieder negative Gedanken, die ihn täglich quälen und letztendlich zu einer schweren Depression führten, die er fast schon sein Leben lang hat. Er wurde Sonnenkrieger in der Hoffnung, wenigstens als solcher etwas Gutes bewirken zu können. Also, ja, Charakterprofile sind halt immer nur so eine kurze, grobe Zusammenfassung der Backstory, wenn man so will. Und der Persönlichkeit. Kuai Wei, geboren im Jahre 456 nach Bertram, in der Hafenstadt Wameng. Sie war schon immer sehr ehrgeizig, wurde schnell zu einer begabten Sonnenkriegerin. Angeber konnte sie nie leiden und stichelt daher auch immer wieder gerne gegen Leute wie Chen Wu. Umso mehr Liebe hat sie für ihre Eltern und ihre kleine Schwester übrig, die sie bis heute regelmäßig in Wameng besucht. Kan Guro, geboren im Jahre 443 nach Bertram in Xiaoxan. Einst war er ziemlich faul und lebte quasi nur so in den Tag. Dies änderte sich jedoch, als er ein Sonnenkrieger wurde. Er nimmt jede seine Mission sehr ernst und es gibt nichts Wichtigeres für ihn, als seine Auftraggeber zufriedenzustellen. Während seiner Mission scheint er auch nicht sonderlich viel Sinn für Humor zu haben. Aber nur während seiner Mission wohlgemerkt, sonst schon. Ich kenne allerdings auch Leute, die haben weder auf der Arbeit Humor noch privat. Harald.
Frau Panda, geboren im Jahre 301 nach Beatram in Fik Shui. Sie stammt vom Volke der Marus, die eine durchschnittliche Lebenserwartung von 250 bis 300 Jahren haben. Sie und ihr Mann reisen schon seit vielen Jahrzehnten quer durch den ganzen Kontinent, um anderen ihre Ware anzubieten. Sie war schon immer sehr freundlich zu allen, jedoch hat sie hin und wieder dennoch einen frechen Unterton. Hermikoto, geboren im Jahre 406 nach Beatram in Xiaoxan. Er ist der aktuelle Anführer des Sonnenordens auf dem Kontinent Shu Yinja. Er war für Chen Wu und Mai Li sowas wie ein Vater geworden, als ihre Eltern damals getötet wurden. Außerdem ist Herr Mikoto einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen von damals, die die Prinzessin Ariana noch persönlich kannten. Bushido, geboren im Jahre 446 nach Beatram in Shenghito. Er ist ein äußerst disziplinierter junger Mann, der auch nicht wirklich viel von Faulenzern hält. Dennoch behält er das, was er über bestimmte Leute denkt, größtenteils für sich, weil er keine Diskussion oder Streitereien auslösen will, vor allem nicht mit seinen Kameraden des Sonnenordens. Yin und Yang, ja. Auch schon beide nicht mehr am Leben. Die beiden Zwillinge wurden geboren im Jahre 451 nach Beatram in Kuo Mao. Sie wurden früh zu Waisenkindern und mussten somit lernen, für sich selbst zu sorgen. Ja, hat anscheinend nicht so gut geklappt. Doch egal, wie schwierig die Aufgaben für sie waren, zu zweit konnten sie immer alles schaffen. Naja. Ja gut, okay. Die haben ja getrennt voneinander gekämpft, das stimmt schon irgendwie. Vielleicht hätten wir sie zusammen in einen Kampf kämpfen lassen sollen. Sie bieten Menschen für eine bestimmte Summe Gold schon seit einer Weile ihre Dienste an. Die es nicht wert sind, möchte ich mal hier sagen. Aber jetzt spielt das sowieso keine Rolle. Shuyo Yang. Geboren im Jahre 389 nach Beatram im Kaiserpalast. Er war ein sehr lebensfroher Mann und stets ein beliebter Kaiser beim Volk. Als seine Frau starb, warf ihn das zurück, doch seine Tochter Ariana gab ihm die Lebensfreude zurück. Als er auch sie verlor, war er fortan ein gebrochener Mann und nur noch ein Schatten seiner selbst. Naja, und jetzt ist er ein toter Mann. Aber naja, er hatte genug gelitten, würde ich mal sagen. Ariana. Geboren im Jahre 420 nach Beatram Kaiserpalast. Sie ist die Tochter. Des Kaisers vielleicht? Oh Mann. Ab ihrem 15. Lebensjahr wurde sie sehr krank, konnte durch ein unheiliges Ritual jedoch gerettet werden. Allerdings hatte dies seinen Preis, denn ab ihrem 18. Lebensjahr begann es, dass ein Dämon langsam aber sicher Kontrolle über ihren Körper übernahm. Dies führte zu einem Schicksal, das sogar schlimmer als der Tod war. So. Shenshuro, der lebt sogar noch. Shenshuro wurde geboren im Jahre 444 nach Beatram in Xiaoxan. Er geriet bereits im Alter von 13 Jahren auf die schiefe Bahn. Irgendwann erkannte er jedoch, dass es so nicht weitergehen kann und entschloss sich, ein besserer Mensch zu werden. Wobei er nicht genau weiß, wie bzw. ob er so schnell wieder ein normales Leben führen kann. Goro, geboren im Jahre 398 nach Beatram in Xiaoxan. Er war lange Zeit der Hauptkommandant des Kaisers Shuyo Yang und obendrein ein guter Freund und enger Vertrauter. Abgesehen vom Kaiser selbst ist er der einzige noch Lebende, der die ganze Wahrheit über das Schicksal der Prinzessin kennt und dieses dunkle Geheimnis mit sich bringt. Ja gut, ist jetzt nicht ganz up-to-date, das Charakterprofil. Das ist halt sozusagen eine Momentaufnahme, ne? Wo man das Charakterprofil quasi nimmt und, naja, zu dem Zeitpunkt hat er halt noch gelebt. Aber jetzt ist er tatsächlich der einzige Lebende. Ja gut, wobei er hat uns ja jetzt davon auch erzählt. Also das heißt, dass jetzt kennen wir die ganze Wahrheit auch. Aber er ist halt jetzt der aktuell letzte lebende Zeitzeuge, der wirklich halt dabei war, ne, als es passiert ist. Der Jute Goro. So, Xiao Quan, ja, der ist ja auch schon tot, aber da sage ich zum Glück. Geboren im Jahre 433 nach Beatram in Xiaoxan, ein bereits langjähriger Vertrauter und Kommandant des Banditenchefs Kaizuke. Er führt jeden Befehl Kaizukes aus, ohne ihn in Frage zu stellen, da er sich so auch eine große Karriere in der Banditenszene erhofft. Er ist außerdem bekannt dafür, ein talentierter Kämpfer zu sein, der mit allen Wassern gewaschen ist. Kaizuke, naja, ebenfalls bis zeitlich schon gesegnet. Geboren im Jahre 428 nach Beatram in Xiaoxan. Er war schon immer sehr empathielos und hat keine Scheu, Menschen aus der Raum zu foltern oder sogar zu ermorden. Im Verlauf der Jahre. Warum ist das jetzt gerade so abgeschnitten, da so komisch? Das war im echten... Wahrscheinlich hatte da auch wieder Probleme. Keine Ahnung. In der Jahre wurde er irgendwann zum Anführer des Banditenclans. Auf dem Kontinent Shu Yinja. Er hat zahlreiche Kinder zur Waise gemacht, darunter auch Shen Wu und Mai Li. Und auch der Jute Wenny Pies lebt nicht mehr, aber gut, sein Charakterprofil bekommt man sowieso nur, wenn man ihn getötet hat. Geboren im Jahre 434 nach Beatram, Geburtsort unbekannt. Er gehört zu den sogenannten Gestaltenwandlern.
eine äußerst seltene Spezies von den Humanoiden. Leider macht er sich seine Fähigkeit zunutze, um Böses zu tun. So lockte er zahlreiche Kinder zu sich und entführte sie für den Banditenclan von Kaizuke, damit diese Kinder zu einer neuen Generation von Banditen gezüchtet werden sollen, ja. Und das ist halt der Grund, ne, warum er das überhaupt gemacht hat. Und ja, dann, wenn man Vennypies auch noch entlarvt hat und getötet hat und sich das Charakterprofil durchliest, dann, naja, dann kennt man halt die ganze Wahrheit hinter allem, ne. So, Kitsune, ein legendäres göttliches Wesen, welches nur die wenigsten Menschen zu Gesicht bekommen. Angeblich, so heißt es, können verstorbene Menschen, die reinen Herzens waren, als Kitsune Menschen, die ihnen im Leben wichtig waren, in gefährlichen Situationen zur Hilfe kommen. Genau, so. Ja, ansonsten haben wir denn hier auch alles soweit erledigt, meine ich, ne? Ja. Und dann schlage ich vor, da wir ja jetzt wirklich schon wirklich soweit sehr gut vorbereitet sind mit Items und Waffen, Ausrüstungen und allem drum und dran. Ja, guck mal, wir haben sogar noch zweimal Hexenpuder. Schlage ich vor, dass wir jetzt noch mal nach Kuomao gehen und von da aus ist dann ja das Portal, was uns eben in diese Unterwelt führt. Und da beginnt dann eben das große Finale des Spiels. Warte. Na gut, kann ich gleich nochmal gucken. Ja, genau. Und da starten wir dann demnächst das letzte Video, den letzten Part zu meinem eigenen LP. Ja, und hier noch zu der Sache da mit, hier wo die auf Cardelius waren. Ja, da hat man ja schon quasi noch die Cameo-Auftritte gesehen im Prinzip. Ne? Hier von Herr Kaib, Sebastian, Tobias und Fabian als Kleinstkinder auch, ne, halt. Beziehungsweise Herr Kaib, wo er halt noch jünger war. Und ja, ich meine, wenn man so einen Ort nicht kennt, dann kann man da vielleicht jetzt nichts unbedingt mit anfangen, ne? Aber wenn man es kennt, dann ja. Dann natürlich schon, ne? Und ja, das ist halt quasi Fabians Origin Story, wie er überhaupt da hingekommen ist. Es gab ja den Text im besonderen Remaster. Gut, dazu kann ich dann noch was sagen, wenn es dann eben auch soweit ist, ne? Im Remaster. Aber ja, ist halt wie gesagt ein indirektes Prequel. Indirekt, weil es halt nicht wirklich zusammenhängt, die Story, ne? Das ist ja schon eine eigene Story für sich. Aber sie ist trotzdem mehr oder weniger so ein bisschen verknüpft auch, ne? Mit den Charakteren, wenn man so will. Genau. Und es spielt halt 23 Jahre vor dem Sonnenort Remaster, ne? Joa. Und, genau, das wollte ich halt nochmal so einbringen, ne? So, die Origin-Story. So, wir sind jetzt auf jeden Fall bei, ne, über 5 Stunden. Also so knapp 6 bis 7 Stunden dauert das Spiel. Wahrscheinlich für Leute, die das Spiel nicht kennen, 7 bis 8. Also ist man schon eine Weile auch damit beschäftigt, ne? Aber wie ich schon sagte, das nächste Mal geht es dann in die Unterwelt. Und ja, das wird dann das Finale sein, ne? Aber bis es dann auch damit soweit ist, wie ich dann auch hier, wie wir sagen, mach's gut. Bis dann, euer Bernhard.